So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir sind heute unterwegs in Karlsruhe. Wie man hinter mir vielleicht sieht, oder auch nicht, wenn man das nicht kennt. Wer schon mal in Karlsruhe war, kennt vielleicht hier den Kreisverkehr und diese Säule, die da in der Mitte ist. Und wir wollen heute mal Burger testen gehen, wieder mal beim Bratar. Und Bratar sitzt hinter mir. Da filmen wir mal dort kurz auf das Geschäft. Ist nämlich hier schön neben dem Kreisverkehr. Und da gucke mal, da sitzt auch schon der Iswo. Und da laufen wir jetzt mal rüber und sagen mal Hallo Iswo und gucken mal in die Karte, was er da für uns bereit hat. Hallo Iswo. Hallo. So, wir sind heute bei Bratar, ja? Wir sind in Karlsruhe. Bei Bratar, ja? Und was testen wir heute? Burger, Hamburger. Hamburger? Gut. Aber er macht ja wieder ein 7-Tonnen-Ding. Ja, das weiß ich ja noch gar nicht, denn was es da alles gibt, sehen wir uns jetzt an und schauen mal in die Karte. So, wir haben uns jetzt mal ein bisschen umgeschaut. Die Karte sieht sehr merkwürdig aus. Da kriegt ihr einfach so ein riesen Brett, Holzbrett, mit ein paar Zettel draufgeklebt. Aber daraus könnt ihr euch dann selbst euren Burger zusammenstellen. Was ich sehr interessant finde, es gibt natürlich auch einen mit Feta-Käse, überbacken, irgendwas, besonderen Soßen, gerade Mittagsmenü als Angebot. Aber wir wollten mal gucken, was man machen kann, wenn man sich das selbst zusammenstellt. Und die Karte sieht so aus. So, dein Bratar Mittag, Bruder. Und hier seht ihr nämlich den Burger mit Feta Frischkäsecreme, roter Zwiebelmarmelade und Pommes, 8,90. Das wäre also ein Menü, aber wir wollen ja kein Menü. Wir wollen ja mal gucken, was man hier selbst zusammenstellen kann. Wir gucken uns einfach direkt die Burger an. Hier habt ihr nämlich die Wahl. Dein Patty wird Medium gegrillt. Ihr könnt trotzdem zwischen Medium oder durchwählen. Ihr könnt auch Hotdogs wählen. Und dann habt ihr als erstes die Möglichkeit, das Brot zu bestimmen, ob Classic, Vollkorn oder Brioche, Brioche, Bruder. Dann könnt ihr natürlich wählen beim Burger. Nehmt ihr einen Single, einen Double, einen Triple, einen Quadruple, einen Quintuple oder vegetarisch Grünkern-Dinkel-Patty oder ein Kaijun, ein Pudenburger, ein Kinderburger. Und hier halt bei dem Hotdog, ob ihr eine weiße Bratwurst wollt, eine rote Bratwurst, eine Käsekreiner. Dann gibt es verschiedene Sachen. Ihr seht, alle Burger mit Eisbergsalat, Rucola, Tomate, Essiggurken, Zwiebeln und mit unserer Handmade, Homemade Bratar Burgersoße. Bei den Hotdogs auch, alle Hotdogs immer mit Röstzwiebeln, Essiggurken und mit unserer Homemade, Handmade, Homemade Hotdog Sauce. Ihr könnt noch verschiedene Toppings auswählen, die man hier sieht. Parmesan, Späne, Gorgonzola-Soße, Mozzarella, Ziegenkäse, Bergkäse, kostet halt immer extra was dazu. Serrano-Schinken, Bacon, Oliven, Jalapenos, rote Beete, geschmelzte Zwiebeln, Chili-Paste, Freiland-Rührei, gegrillte Champignons, Ananas, Feigen, extra Rucola oder hier auch nochmal Nachos, Peanut Butter, Apfelmus, Preiselbeeren, gegrilltes Gemüse, Pesto, Coleslaw, Guacamole, American Cheese Sauce. Und als letztes natürlich die Soßen. Die Original Bratar gibt es normalerweise, da bezahlt ihr also nichts. Wenn ihr aber eine andere wollt, zum Beispiel Barbecue, Aioli, Mustard oder Curry Sauce, bezahlt ihr da auch nochmal extra. Wir haben gedacht, wenn wir einmal hier sind, wir wollen ja eigentlich immer was Besonderes testen und der Iswo hat einen normalen Hamburger genommen und ich habe gedacht, ich nehme gleich mal das Schlimmste, was es gibt, für 17,40 Euro diesen Quintuple, angeblich 7, hat sie gesagt, 7 Scheiben Fleisch. Ich dachte, das ist Single, Double, Triple, Quadruple, Quintuple, dass es dann 5 ist. Sie hat was von 7 gesagt, wir gucken dann mal, wie es aussieht, wenn es kommt. Hab natürlich das Classic Burgerbrot genommen, nicht das Vollkorn, ein Quintuple. Mal gucken, wie groß der ist. Ist dann also alles Mögliche drauf und zusätzlich habe ich jetzt noch Jalapenos und Chili-Paste dazu gewählt und die Soße so gelassen. Weil die Original Bratar-Soße kennt man ja nicht, wenn man hier noch nicht gegessen hat. Die kostet nicht extra, die ist dabei. Probieren wir die und gucken uns mal an den Quintuple von Bratar, wie der schmeckt. Wir warten jetzt, bis das Essen kommt und dann geht's weiter. Solange saufe ich mir mal hier mein Bier rein. Das kann man ja auch mal machen. Oder wir nehmen das als Übergang, ne? Prost!
So, das Essen ist auf jeden Fall jetzt da. Wir gucken mal kurz beim Iswo rüber, ne? Der holt schon wieder das Salz raus und würzt seine Pommes. Meinen haben wir jetzt noch gar nicht gesehen, den habe ich schön versteckt. Und da ist also der normale Hamburger, den der Iswo genommen hat, im Menü. Ich glaube für 8 Euro, sagen wir mal. Mit Pommes. Ungefähr. Ja, mit Pommes natürlich. Mach noch ein paar bisschen Salz drauf. Ja, das ist die letzte Tüte, wo ich habe. Und was seht ihr, was kommt hier vorne ins Bild reingeschossen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, was ist das? Da ist noch mein Burger mit. Wie viel hat er denn nun? 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe doch gesagt, 5. Single, Double, Triple, Dingsbums, Bumsbums sind 5. Genau, mit 5. 5 Scheiben Fleisch auf jeden Fall, Zwiebeln da, Jalapenos extra, sieht man ja, liegen extra daneben. Dann Iswo, möchtest du mal deinen probieren? Ich warte, bis du reinbeißt, dann filme ich dich kurz, komm. Soll ich da jetzt das Messer rausziehen oder was? Ja. Oder soll ich es drin lassen? Mit? Bruder, mach keinen Stress, Bratter, wir kommen bei Nacht. Jetzt nur rein. Spaßenshalber nehmen wir den jetzt einfach mal, guck mal, der ist größer als mein Kopf. Jetzt beiß mal rein. Und jetzt versuchen wir da irgendwie reinzubeißen. Ich weiß es nicht, wie ich, Mann. Mhm. War toll. Aber ich will ein Stück in der Ecke. Nach oben. Und? Ist gut? Oh. Hm? Was ein Monster. Und wir haben ja beide das Fleisch durchgenommen. Das schmeckt wirklich saftig trotzdem. Und auch die Chili-Soße und die Schärfe dazu. Und den lasse ich mir jetzt richtig schmecken. Ich sag's dir, dafür 20 Euro ungefähr ausgegeben. Aber das ist mal was anderes als die normalen Burger bei uns. Gönnt euch, die Hände sind voll, das Gesicht ist voll, alles ist voll. Aber die Jalapenos, richtig genial. Diese Bratasoße schmeckt natürlich auch. Und ich wünsche Iswo auch einen guten Hunger bei seinem Hamburger. Der schmeckt bestimmt auch. Und wir sehen uns dann gleich nochmal. Das letzte Stück war natürlich das Beste. Da war noch mal das Brötchen oben mit dabei. Und 10 Tonnen Jalapenos obendrauf. Und die Chili-Paste. Jetzt brennt mir alles so sehr, aber das ist so würzig und so deftig und so fleischig gewesen. Ja, kann ich nichts dagegen sagen. Hab's sogar geschafft, hätte ich gar nicht gedacht am Anfang. Hat aber einfach nur wirklich richtig gut geschmeckt. Würde ich sogar noch mal essen, ne? Und immer scharf muss es sein, natürlich. Jetzt werde ich noch mein Bierchen austrinken. Und dann ziehen wir weiter. Wenn ihr mal hier in der Nähe seid, in Karlsruhe, dann geht mal zu Bratar. Bruder, Bratar. Und gönnt euch mal einen dicken, fetten Quintuple Burger, wie auch immer der heißt. Ich raff den Namen einfach trotzdem nicht. Gönnt euch einfach so einen fünffachen Burger mit ordentlich Chili drauf. Und Jalapenos. Oder belegt den nach eigenen Vorlieben mit Rührei. Oder mit Peanut Butter. Ihr habt ja gesehen, ihr habt voll die Auswahl. Ihr könnt da alles machen, was ihr wollt. Das war es aber von unserer Seite aus. Und guck mal, hier gibt es sogar eine Besteckbox. Ne? Hier, Besteckbox, Messergabel, Servietten. Bam, Besteck steht drauf. Hier steht auch nochmal Bratar. Feuer, Wasser, Erde. Das war es von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses. Sag mal, filmst du hier den ganzen Tag die Weine?
Nein, wir haben natürlich noch was vergessen. 23,20 waren es jetzt, glaube ich, die ich bezahlen musste. Habe ich 25 hingesagt. Stimmt so, super. Und die Bedienung war natürlich auch freundlich. Und die hat sich auch bedankt. Wir haben einfach das Geschirr und Besteck alles genommen, reingetragen. Sie auch, was macht denn ihr da? Wir haben gesagt, ja, wir kennen ja nicht die Regeln in Karlsruhe, was da so geht. Aber wir müssen dringend los. Ne? Haben nämlich jetzt noch einen Termin. Haben das reingetragen, hat sich bedankt, haben wir bezahlt. Der ISPO war so lange nochmal in der Steingrotte. Und ich kann nochmal sagen, wenn ihr also in Karlsruhe unterwegs seid, geht mal zu Bratan. Und checkt da mal die Burger aus und gönnt euch auch mal so einen fünffachen Deluxe-Burger. Am besten mit Jalapenos und Chili. Paste drauf, aber ihr könnt natürlich auch Erdnussbutter nehmen, habt ihr ja gesehen. Rühreier, sonst was. Serrano-Schinken. Habt ja selbst die Auswahl, ihr könnt euch da selbst alles zusammenstellen. Auch die Brotsorte wählen. Vollkornbrot oder so weiter. Und so weiter. Das war es aber von unserer Seite aus. Und wir verabschieden uns schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.